Menschen können so stark unter ihren Gedanken, Grübeleien, Zweifeln, Obsessionen und Zwangsgedanken leiden, dass es in seltenen Fällen dazu führen kann, dass sie an ihrer Wahrnehmung zweifeln. Bedeutet, sie lesen dann gewisse Artikel im Internet wie Solipsismus, Pseudohalluzinationen oder gar Halluzinationen. Was es mit diesen Begriffen auf sich hat und was du dagegen tun kannst, darum geht es heute in meinem Video. Viel Spaß! Hallo, du wunderschöne Seele. Ich hoffe, dir geht es phänomenal. Ich bin der Juan und herzlich willkommen auf dem Kanal Juan der Spanier. Heute geht es um Pseudo-Halluzinationen im Rahmen von starken Grübeleien, Zweifeln, Obsessionen, aber auch Solipsismus. Und auf dieses Wort Solipsismus möchte ich heute mal ganz kurz drauf eingehen, denn es ist letzte Woche mir etwas widerfahren, das zwar selten passiert, aber es immer wieder vorkommen kann. Und deswegen heute mal ein Real Talk Video. Ne? Es geht darum, dass mich eine sehr junge Frau angerufen hat. Sie war sehr, sehr verzweifelt und sie sagte zu mir, Juan, hast du schon mal was von Solipsismus gehört? Und ich sagte daraufhin, ja, habe ich. Wieso? Und sie sagt, ich habe diese Solipsismus-Gedanken. Dann dadurch in eine tiefe und schwere Depression reingerutscht. Ich sagte zu ihr, na erzähl mal, was ist denn passiert? Und sie sagte zu mir, ich habe vor circa einem halben Jahr im Internet einen Artikel gelesen über Solipsismus. Und in diesem Artikel stand drinnen, dass wir Menschen uns unsere eigene Realität mit unseren Gedanken erschaffen und die anderen ja gar nicht echt sind, sondern nur für mich selber. Bedeutet, der andere, der sich diese Gedanken auch macht, bildet sich seine eigene Realität auch nur ein. Das heißt also, die Realität ist so, wie sie ist, gar nicht echt, sondern jeder hat für sich seine eigene Realität. So zumindest die Theorie des Solipsismus. Und jetzt wird es wirklich sehr interessant. Es ist doch so erstaunlich und verblüffend zugleich, was wir Menschen mit unseren Gedanken alles machen können, wenn wir anfangen, sie zu glauben, beziehungsweise anfangen, an sie zu zweifeln. Keine Frage, diese junge Dame hatte eine starke Neigung zu Obsessionen. Sie erzählte mir, dass sie, bevor sie diese Obsession mit dem Solipsismus hatte, andere Themen hatte, wie zum Beispiel, es kam eines Tages bei ihr der aufdringliche Gedanke nach oben, was ist der Sinn des Lebens? Es geht doch eh vorbei. Also für was soll ich eigentlich aufstehen? Im Nachhinein hat sie sich dann hier in eine Obsession hineingegrübelt und wurde dann später depressiv. Gut, es gibt viele solche Themen, in denen wir uns hineinsteigern können und uns teilweise es dann nicht mehr schaffen, von diesen Gedanken sich zu distanzieren. Bei der jungen Frau war dann Folgendes. Sie ging nach 3 Monaten circa zu einem Psychiater. Sie erzählte dem Psychiater von ihren Problemen und von ihren Solipsismusgedanken und dass sie daran zweifelt, dass die anderen Menschen echt sind. Der Psychiater tat seine Arbeit, hat einen Anamnesebogen ihr gegeben zum Ausfüllen und las sich das anschließend durch. Er kam zu dem Entschluss, die junge Dame habe eine paranoide Schizophrenie. Nun, stell dir mal vor, du gehst zum Arzt und wir wissen, dass diese Krankheit leider, leider mit großem Scham besetzt ist. Das heißt nicht sollte, aber ist leider so. Und du kriegst dann diese Diagnose. Was tat die junge Frau? Sie war natürlich fertig. Der Arzt verschrieb ihr dann Neuroleptika, Antipsychotika, Medikamente, die in den Hirnstoffwechsel eingreifen, um das Dopamin zu regulieren, um diese Wahnvorstellungen, die sie angeblich hat, zu bringen. Sie sah dann später meine YouTube-Videos und meldete sich bei mir. Wie gesagt, habe ich mit ihr gesprochen und sagte nach circa 10 Minuten, dass sie keine Schizophrenie hat. Und sie sagte, warum? Aber das sagt doch ein Psychiater, das ist doch ein Arzt, der muss das doch wissen. Da sah ich sie an und sagte, ja,
Er sollte es eigentlich wissen. Aber Politiker sind auch Politiker und man sollte meinen, sie machen immer das Beste. Tun sie aber nicht. Kleiner Scherz am Rande, du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Wir Menschen machen alle Fehler. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass alle Psychiater inkompetent sind, aber im Laufe meines Coachings häufen sich solche Anfragen in letzter Zeit immer mehr und mehr und mehr. Der Psychiater stellt so eine Diagnose, stellt so eine Diagnose. Auf jeden Fall zum Thema zurück, ohne jetzt abzuschweifen. Diese junge Frau hat keine Schizophrenie. Das hat ihr natürlich schon mal eine große Last weggenommen. Sie fragte mich dann, wenn ich keine Schizophrenie habe, weil ich diese Solipsismus-Gedanken habe, dass er oder sie nicht echt ist und ich daran mittlerweile schon zweifle, weil ich mich so in den Artikel reingelesen habe. Was habe ich dann? Dann sagte ich zu ihr, das, was du hast, nennt man eine obsessive Zwangsstörung, die du entwickelt hast, weil du anscheinend dazu neigst. Übrigens, sollte es dich interessieren, wie es in Deutschland bei vielen Psychiatern abgeht, dann werde ich im nächsten Video, wenn du mir das in die Kommentarbox schreibst, ein Video darüber machen, was meine eigenen persönlichen Erfahrungen sind bei einem Besuch beim Psychiater. Was jetzt so spannend ist, bei dieser jungen Frau kann man jetzt ganz klar beobachten, welche immense Kraft deine eigenen Gedanken auf dein eigenes Leben haben. Also sowohl positiv als in ihrem Beispiel leider auch negativ. Das Problem sind hier, wie ich in anderen Videos auch schon gesagt habe, nicht deine Gedanken, sondern es ist der Umgang mit ihnen, die Bewertung mit ihnen, welchen Glauben kann ich hinschenken und welche Beziehung und welche Einstellung habe ich zu meinen Gedanken. Das ist das große Geheimnis, wie man mit Gedanken umgeht. Buddha sagte einmal, deine Gedanken sind ein sehr, sehr guter Diener, aber ein sehr, sehr schlechter Meister. Und er hatte recht. Wir können heute noch auf ihn zurückblicken und können mit allergrößter Wahrscheinlichkeit sagen, das, was er gesagt hat, ist absolut stimmig. Und vom Solipsismus kommen wir jetzt einmal ganz kurz zu den Pseudohalluzinationen. Pseudohalluzinationen. Manche Menschen entwickeln im Laufe der Zeit ihrer Angststörung oder ihrer obsessiven Zwangsstörung, also Zwangsgedanken, hin und wieder Trugwahrnehmungen. Und diese Trugwahrnehmungen sind wie folgt. Vielleicht erkennst du dich da auch wieder. Man sieht sich so eine Sekunde so mal nach kurz und hat das anscheinend, dass man jemanden gesehen hat. Schaut man wieder nach rechts und da war vielleicht auch jemand. Da ist aber gar keiner. Und das Beste ist auch noch, sie, also die Person, er oder sie, ist sich in diesem Moment vollkommen bewusst, dass das nicht real ist. Also er kann das tatsächlich unterscheiden. Das ist nicht echt. Wobei der Unterschied ist, zu einer echten Halluzination im Rahmen zum Beispiel einer Psychose oder verschiedenen anderen Erkrankungen, wie der Demenzerkrankung oder Alzheimer etc. oder durch einen Unfall, sich die betroffene Person nicht im Klaren darüber ist, was sie gerade wahrnimmt. Das heißt, sie sieht die oder diese Person und sagt sich, oh mein Gott, das ist tatsächlich real. Das heißt, sie oder er kann sich davon nicht distanzieren. Und das wäre dann was Psychotisches. Aber warum bekommen jetzt Menschen eigentlich Pseudohalluzinationen im Rahmen einer Zwangs- oder Angststörung oder vielleicht auch im Rahmen einer Depression? Das hat Folgendes auf sich. Diese Menschen, vor allem im Rahmen einer Zwangsstörung, kommen durch ihre Zwangsgedanken, ihre Zweifel, durch ihre Obsession immer tiefer und tiefer hinein in eine Abwärtsspirale des Zweifelns und des Selbstvertrauens. Das heißt, sie beschäftigen sich immer mehr und mehr mit irgendwelchen Themen, oft auch sehr bewusst, die einen große Angst machen. Sie suchen ständig nach Bestätigung von außen, ist das nicht so und ist das nicht so. Und das führt gerade paradoxerweise zum noch mehr Zweifel. Das heißt, im Laufe ihrer Grübelsymptomatik und Zwangsgedanken etc. kommen sie dann irgendwann mal zu dem Punkt, dass sie so stark zweifeln, dass sie ihre Aufmerksamkeit praktisch, wenn man so möchte, wie ein Nocebo-Effekt, dass sie sich überall rumschauen und dann kann es dann tatsächlich dazu passieren, dass sie sich für
einer Sekunde nur einbilden, da war ja jemand, wo keiner ist. Das heißt, wiederhol's nochmal, sie sind sich vollkommen bewusst, dass da keiner ist und dass da auch keiner kommt. Aber sie können es nicht komplett abstellen und das macht ihnen dann noch größere Angst und noch größere Sorge, was dann zur Schlussfolgerung hat, dass das noch öfters auftretet. Und jetzt möchte ich nochmal auf ganz kurz was anderes eingehen, und zwar auf sogenannte akustische Halluzinationen im Rahmen einer Zwangsstörung. Kann das eigentlich passieren? Akustische Halluzinationen im Rahmen einer Angststörung oder Zwangsstörung oder auch Depression, also alles, was im neurotischen Formenkreis vorhanden ist, ist in der Regel sehr, 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 sehr selten. Und wenn es auftretet, hat es eigentlich nur zwei oder drei Gründe. Der erste Grund ist, und das passiert bei Menschen auch, die keine Zwangsstörung haben und keine Angststörung, keine Depression, das passiert oft beim Einschlafen. Oder in der Früh, wenn man kurz vorm Aufwachen ist, so im Halbschlaf. Dann kann es passieren, das ist mir auch schon passiert, dass man so für zwei oder drei Sekunden in seinen Kopf zum Beispiel das Telefon klingeln hört. Oder man hört die Tür oder den Kühlschrank oder sonst irgendwas. Nur für ein oder zwei Sekunden. Das ist nicht krank. Das ist nicht gestört. Das ist nicht irgendwie anders oder verrückt oder sonst irgendwas. Sondern ein ganz, ganz normales Phänomen, das hin und wieder passieren kann. Der zweite Grund ist, die betroffene Person bekommt im Rahmen ihrer Störung, die sie gerade hat, verschiedene Medikamente. Es können SSRI sein, Antidepressiva oder SNRI. Wenn du zum Beispiel das Medikament zum Runterkommen am Abend Mirtazepin bekommst, kennst du vielleicht, dann ist es zum Beispiel bei diesem Medikament das Phänomen, dass es in seltenen Fällen, aber eher wenn es höher dosiert ist, zum akustischen Halluzinationen in seltenen Fällen vorkommen kann, die aber nur ganz kurzfristig sind und dann auch wieder verschwinden. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist oft, und das kann tatsächlich, da musst du aber auch keine ausgewachsene Depression, Angststörung oder Zwangsgedanken haben. Der dritte Punkt ist, du hast momentan einfach extrem viel Stress in Form von Überforderung. Das heißt, du fühlst dich überfordert, die Arbeit wird zu viel, Papiere, dein Alltag ist die ganze Zeit unter Stress, du kommst nicht zur Ruhe und hast dann in Verbindung mit dieser Überforderung noch sehr, sehr wenig Schlaf. Das heißt, dein Körper signalisiert dir dann in Form von solchen ganz kurzen Halluzinationen einfach nur, hey, mach doch mal ein bisschen langsamer, das ist alles zu viel, das wird mir zu viel. Und wenn du dir wieder dann Ruhe gönnst und wieder runterkommst, verschwinden dann auch diese Symptome. Ähnliche Themen auf meinem Kanal interessieren, dann verlinke ich dir einmal das Video Depersonalisation und Derealisation überwinden und unten drunter das Video Herzneurose überwinden. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und ich konnte dir einen guten Mehrwert geben. Ich bedanke mich bei dir, dein Juan. Namaste.